Ja, hallo. Also ich hoffe, es wurden jetzt nicht so viele falsche Erwartungen geweckt. Fußball, es gab nur ein Spiel. Lag nicht an uns, der Spielplan sah nur eins vor. Ja, jenseits des Dniestr, das hat der Dietmar schon schön vorgelesen, Transnistrien, Dniestr, wie auch immer. Ich fange einfach mal an und lese ein bisschen was vor. Küken. Jede Menge Küken. In Kartons und Anhängern, getragen, geschoben, gefahren. Das ist der erste Eindruck. Auf den 500 Metern Fußweg grenzt niemand mehr. Während Geflügel und Begleiter unbehelligte Kontrollhäuschen passieren, will man von uns, neben dem zweifach auszuführenden Einreiseformular, vor allem eins: die Wohnadresse während unseres Aufenthalts. 24 Stunden haben wir dann, um uns vor Ort registrieren zu lassen. Wer keine Adresse angibt, muss nach 10 Stunden wieder ausreisen. Und damit sind wir tatsächlich am Ziel. Transnistrien, also Transnistrien, oder bekannter, aber die unglücklichste Namenswahl, weil verbunden mit der rumänischen Besatzung von 1941 bis 1944, Transnistrien. Es ist Anfang Mai und früher Sonntagvormittag. Der kleine Grenzverkehr zwischen den zwei Dörfern in der Ukraine und Dniestrowie rege. Auf der ukrainischen Seite ist Markt und die Transnestrier nutzen die dort günstigeren Preise. Wir, eine Gruppe von Unionern, die schon lange alle 2 Jahre irgendwo in Europa für ein paar Tage Station macht, haben zu diesem Zeitpunkt eine Zugreise über Warschau, Kiew, nach Odessa hinter uns. So, jetzt erspare ich euch mal die Einzelheiten über diese Zugreise und Kiew und so weiter. Und wir kommen gleich nach Dniestrowie. Man fährt da so mit kleinen Bussen rum, Marschmutkas heißen die, ja, Kleinbusse. Ja, also nun Dniestrowie, in einem weiteren vollbesetzten Kleinbus, auf schnurgerade Allee, also bekannt aus Odessa, nach Tiraspol, in die Hauptstadt dieses kleinen, von so gut wie niemandem anerkannten Landes, das sich im Zuge der Auflösung der Sowjetunion bildete und seitdem den Titel Dniestrowische Moldawische Republik trägt. Und Hammer und Sichel im Wappen. Wer das jetzt nicht weiß, und das weiß wahrscheinlich fast niemand, ne, es gab so einen Unabhängigkeitskrieg so im Zuge der ganzen Auflösungsgeschichten der Sowjetunion. Da hat sich so der östliche Teil der ehemaligen moldawischen Sowjetrepublik nochmal unabhängig von der Unabhängigkeitsbewegung gemacht und so weiter. Ja, das existiert im Prinzip seit 25 Jahren. Wir erreichen Tiraspol. Überall stand Werbung, der 9. Mai. Der bevorstehende Tag des Sieges. Und ja, Spruchbänder, Plakate, Transparente, die einen gefühlsmäßig sofort in die DDR zurückschicken. Erstmal wird jedes Klischee über das Museum des Kommunismus erfüllt. Auch Lenin steht da, nicht geschleift, sondern mit Blumen geschmückt. Und auf dem Paradeplatz sonntäglich gähnende Leere, flankiert vom Pionierpalast und dem Parlaments- und Regierungsgebäude. Unser Quartier ist ein paar Meter weiter am Ufer des Dniestr, auf dem Gelände einer Sportschule. Das Haus und unser Gastgeber sind ein Glücksfall. Wir sind für uns und doch mittendrin. Morgens die Angler, abends das Partyschiff, das mit lauter Schlagermusik den Dniestr auf- und abschippert. Ein Vermieter, der Fisch zum Grillen und hausgemachten Wein vorbeibringt, kurzerhand neue Sitzmöbel zimmert und sich zu uns setzt und mit uns feiert. Auf dem Weg in die Stadt vorbei an Rentnern, die auf den Bänken am Ufer Karten spielen. An der Brücke über den Fluss allabendlich Festival of Lights in den Farben Transnistriens und Russlands. Dass Russland hier tatsächlich so etwas wie die große Mutter ist, ist schon am ersten Mal augenfällig. An den Bussen prangt in großen Lettern zusammen mit Russland. Vor den Verwaltungsgebäuden überall die Fahnen beider Länder. Und nicht nur unser Gastgeber ist der Meinung, dass Russland der Garant für den Erhalt des Landes und des Friedens sei. Am ersten Abend bringt er uns zum Stadion, wo wir nun endlich Fußball sehen wollen. Derby in der moldawischen Liga. Im Fußball ist das Land vereint. Sheriff Tiraspol gegen FC Tiraspol im riesigen Sheriff-Sportkomplex, der über 2 Stadien, eine Halle, mehrere Trainingsplätze verfügt. Doch Sheriff ist nicht irgendein Verein. Es ist der Verein des omnipräsenten Konzerns gleichen Namens.
Ihnen gehören Supermärkte, Tankstellen, Bauunternehmen und. Ich weiß nicht, was die Leute sagen. Natürlich ist das Stadion ein reines Sitzplatzstadion. 1480 der 1490 Zuschauer haben also Platz genommen. Darunter viele Familien mit Kindern. Die übrigen 10 aber stehen in der Kurve und machen den Ultras alle Ehre. Dauersupport und Wechselgesang mit den etwa 200 anwesenden Soldaten auf Ausgang auf der Geraden. In der Pause, es steht 1-0, bemühen sich die Cheerleader, den doch recht frischen Temperaturen zu trotzen und zeigen tapfer nicht nur ihre Tanzkünste, sondern auch viel Haut. Ein Teil des Publikums versorgt sich Kette rauchend im Eingangsbereich mit einer Nikotinration für die zweite Hälfte. Ein anderer kauft in der Kantine Limonade oder gebackene Tanktaschen. Alkohol gibt's gar nicht. Alles erinnert mehr an einen Familiennachmittag im Pionierpark als an ein Punktspiel zwischen dem 2. und 4. der Liga. Am Ende gewinnt Schärf mit 4-0. Und alle gehen brav nach Hause. Da der Fußballgott jedoch nur diese eine Bewegung für uns vorgesehen hatte, machten wir den Rest der Reise ohne Termindruck das, was man ebenso macht. Land und Leute angucken. Nun kann man sich in Tiraspol nicht gerade ins brodelnde Stadtleben stürzen. Die Stadt ist weitläufig, hat 150.000 Einwohner, breite Straßen, großzügige Parkanlagen, ist alles in allem eine recht typische sowjetische Kleinstadt. Die Menschen sind freundlich, aber zurückhaltend und es ist keineswegs so, dass man als Westtourist von besonderem Interesse wäre. Einigermaßen akzeptable Russischkenntnisse helfen natürlich. Und wenn man dann, nicht nur auf dem Markt, doch ins Gespräch kommt, geht es nach dem üblichen Smalltalk, wie gefällt es euch bei uns, erstaunlich schnell um Politik. Was denken die Deutschen wirklich, war so eine oft geäußerte Frage und die Schwierigkeit, darauf zu antworten, zeigt nur einfach spiegelverkehrt die Sinnlosigkeit, durch wenige Unterhaltungen einen repräsentativen Überblick zu bekommen. Die zwei Themen, die also unter allem Vorbehalt im Vordergrund standen, waren der 70. Jahrestag des Sieges und die Situation in der Ukraine. Und wenn man den Grundtenor in ein Wort fasst, dann ist das Fassungslosigkeit. Die bezieht sich nicht in erster Linie auf den Donbass, sondern tatsächlich auf den Umgang mit dem Gedenken an den großen Vaterländischen Krieg und die Haltung gegenüber ihrem eigenen Land. Da wird von Panzern erzählt, die auf dem Weg zwischen Odessa und der transnistrischen Grenze gesichtet worden seien, von Grenzbefestigungsarbeiten, von Vorwürfen, Transnistrien und vor allem die dort stationierten russischen Truppen stellten eine Bedrohung dar. Viele, mit denen wir gesprochen haben, leben gerne in ihrem Land und sind als dessen Bewohner auch nicht isoliert. Wer will, hat drei Pässe, nämlich noch den moldawischen und den russischen. Und im Gegensatz zu den Nachbarländern gibt es, soweit wir das beurteilen können, keine existenzielle Armut. Die Befürchtung ist, dass der Status quo in Frage gestellt wird, der schon ein Vierteljahrhundert hält. Und dabei halten die meisten eine militärische Eskalation für unwahrscheinlich. Sie haben einfach Angst, dass sich zum Beispiel durch ein verschärftes Grenzregime seitens der Ukraine ihre Alltagsroutine ändert. Sie erinnern sich an die Küken? Ich mache jetzt hier mal eine große Pause, weil ich wollen noch andere Leute lesen und ihr könnt ja auch die Zeitung kaufen. Wir waren in Odessa und haben uns ein paar andere Sachen angeguckt, auch innerhalb von Transnistrien. Ja, und unser Abschluss war eigentlich der 9. Mai, also der Tag des Sieges. Und den Rest lese ich jetzt mal. Schließlich ist er da, der 9. Mai. Und teilte das wohl auf den Beinen. Alle haben Flieder in den Händen, viele sind festlich gekleidet und einige Kinder und ihre Mütter tragen Uniformen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Eine Parade gibt es nicht, weil die Truppen aufgrund der politischen Situation in Alarmbereitschaft versetzt wurden und in die Kasernen bleiben müssen. Aber ein kleines Aufgebot ist da. Und es startet auf die Minute genau mit der zeitgleich auf Großleinwänden übertragenen Parade aus Moskau. Während der rote Platz über die Bildschirme flimmert, erleben wir in Tiraspol eine Tanzperformance, die die Ereignisse vom Überfall der deutschen Truppen bis zur Befreiung ins Bild setzt. Danach bildet sich eine lange Schlange, um den Flieder abzulegen, und wir reihen uns ein. Der Rest ist Volksfest. In den Hauptstraßen der Stadt und selbstverständlich im Park des Sieges. Am Abend besuchen wir ein ukrainisches Restaurant
Auch hier tragen die Angestellten heute Uniform. Und wir stoßen auf den 9. Mai ein. Unser Vermieter bringt uns am Tag danach zum Bahnhof. Aber er fährt nicht auf direktem Weg dorthin, sondern lässt es sich nicht nehmen, eine Schlenke über die Grenze zur Ukraine zu machen. Das sollen wir unbedingt sehen. Felder, wohin das Auge blickt. Und neu ausgehobene Gräben. Danke.